Liebes Publikum, nach einem langen und spannenden und umfangreichen Tag sind wir zumindest hier im Roten Salon beim Programmpunkt angekommen und sammeln uns nochmal mit letzter Restenergie für eine Live-Folge von Die Lage der Nation. Beide begrüßen darf ich Philipp Banse, Journalist, und Ulf Burmeier, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Verwaltungsgerichtshof in Berlin. Fast. Philipp. Der es gleich nochmal korrigieren wird. Und den Rest stellen Sie einfach selber vor. Ja, genau. Applaus. Ich bin schon auf, ne? Ja. Ja, schönen guten Abend, Berlin. Ja, herzlich willkommen zur Lage der Nation, Lage live, Nummer 111. Genau, Lage der Nation, Ausgabe Nummer 111 vom 21. September 2018. Aus dem Roten Salon in der Berliner Volksbühne anlässlich des Kongresses. Das ist Netzpolitik. Genau, herzlichen Dank an Markus Becketer und sein Team für die Einladung. Herzlichen Dank an alle, die da sind. Wir haben es ja ganz spontan angekündigt und wir freuen uns sehr, hier zu Gast zu sein, quasi auf heiliger Erde, Volksbühne Berlin, großartig hier zu sein. Bedeutet ja sehr viel, ne? Das bedeutet mir sehr viel. Ich bin ja ein ziemlicher Theaternerd, muss man ganz ehrlich sagen. Und rund um die Volksbühne gab es ja eine ganze Menge Trubel in letzter Zeit. Und ja, aber jetzt, denke ich mal, scheint es ja wieder aufwärts zu gehen. Das Gebäude entwickelt sich langsam sicher zum Phönix. Ich habe hier gerade vor wenigen Tagen einen ganz zauberhaften Abend gehabt mit den brandenburgischen Konzerten von Bach und einer Tanzformation. Das war wirklich ganz, ganz toll. Und insofern, ja, heilige Erde. Ja, ich muss auch sagen, ich hatte hier auch so mein theatralisches Erweckungserlebnis, weil ich mal zufällig bei einer logistischen Aktion irgendwann mal alleine auf der Bühne der Volksbühne stand, leerer Saal, und auf dieser leeren Volksbühne. Und ich muss ja ehrlich sagen, ich kann mit Theater nicht viel anfangen. Aber stimmt, wir waren einmal zusammen im Theater, und das war so mittelgeil. Ja. 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 Das Theaterstück, das Theaterstück war großartig. Du warst toll, Philipp. Okay. Ich habe dich sehr geliebt. Okay. Ja. Jedenfalls stand ich da auf der Bühne und habe zum ersten Mal verstanden, worin der Reiz von diesem Theater bestehen kann. Ja? Dass du da so eine großen leeren Holzkasten hast, eine Bühne, auf der du machen kannst, was du willst. Ja. Da stand ich tatsächlich so ein bisschen andächtig 10 Minuten rum, Saal leer, keiner da, ich alleine auf der Bühne und dachte, ja, ich glaube, ich kann schon so ein bisschen erahnen, was die Leute, speziell die Macher, Macherinnen, so cool finden am Theater. Aufnahme läuft aber, Philipp. Ich frage nur so. Nee, ja. Das, bei dem Gelaber, da kann ich noch nicht an sein. Okay. Doch, ist sie. Also sagen, herzlichen Dank für die Einladung. Markus, Becketer und Teams, ganz toll hier zu sein. Und jetzt soll es aber auch losgehen. Wir haben nur noch eine kleine Ansage zu machen. Ganz und wichtig. Zwar, ganz, ganz wichtig, wir kommen nach Mainz. Wir haben eine Einladung bekommen von der Universität in Mainz und werden dort eine Lage live veranstalten. Und zwar am 17. November 2018. Die Tickets sind jetzt online. Findet ihr wie immer unter tickets.küchenstut.io. Ja, tickets.küchenstut.io, Lage live in Mainz. Ich glaube, abends um 8 geht's los. Abends um 8 geht's los. Und der Link ist natürlich auch auf der Website und in den Shownotes, also lauft schnell hin, klickt euch ein paar Tickets, das wird richtig lustig. Das wird lustig. Ich freue mich sehr drauf. Ja, genau. Jetzt kommt die Werbung. Genau, das war der Werbeblock. Genau. Zurück zu unserem ersten Thema. Und es ist breaking. Es ist absolut breaking. Ist heute, so breaking? Heute um 15.39 Uhr wurde der Lage folgende E-Mail zugespielt. Steffi Lemke von den Grünen äußert sich zum heutigen Welt-Nashorn-Tag. Die Lage ist ernst, meine Damen und Herren. Der kritische Punkt zum Fortbestand der Nashörner könnte schon erreicht sein, weiß Steffi Lemke zu vermelden. Mehr Text geht noch weiter, aber ich glaube, das ersparen wir uns. Damit ist alles gesagt. Also Kinder, Nashörner sind irgendwie auf dem absterbenden Ast. Also, genau, in Afrika sind die Dickhäuter vom Aussterben bedroht, hierzulande, aber haben sie eine echte, frustrierend vitale Überlebensinstinkt haben sie hier. Das entwickelt. Kann man nicht anders sagen. Die Dickhäuter sind vom Aussterben bedroht, aber nicht so die große Koalition. Ganz im Gegenteil, der Dickhäuter an der Spitze des Bundesamtes für Verfassungsschutz wird nicht etwa gefeuert, sondern er ist befördert worden. Genau, also wir sind natürlich, wie soll man sagen, wir sind über die Maßen empört. Ja, es ist jedes Maß verloren gegangen. Ja, ich würde sagen, das Maßen ist voll. Also, ich glaube, wir haben fast so viele Wortspiele wie Hotte Seehofer Staatssekretärat. Und das ist immerhin eine ganze Fußballmannschaft inzwischen. Ne? Ja. Also es sind 10 Leute, es fehlt nur die Feldspieler da zusammen, es fehlt nur noch der Torwart. Mal gucken, was da noch wird. Also wenn das so weitergeht mit dieser Logik, ne, richtig viele Fehler machen und dann befördert werden, dann ist Hotte Seehofer in Kürze Bundeskanzler. Davon würde ich mal ganz fest ausgehen. Aber bevor wir sozusagen zu unserer, wie immer, bissigen Analyse kommen, müssen wir die Fakten zusammenkehren. Allerdings.
Bitte schön. Hans-Georg Maaßen, bislang noch Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, soll entlassen werden. Es ist bislang noch nicht rum, dass er seine Entlassungsurkunde bekommen hätte. Aber eins ist klar, das ist überfällig. Warum er gehen musste, haben wir in der vergangenen Lage ausführlich dargestellt. Wir kommen auch noch mal kurz dazu. Wir haben das Sündenregister von ihm noch mal zusammengestellt. Das zählen wir gleich noch mal auf. Auf jeden Fall diese Personalentscheidung, Maaßen verliert seinen Job als Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, die war mehr als überfällig. Aber, Philipp? Ja, Maaßen wird Staatssekretär im Innenministerium. Und ich glaube, da ist ganz vielen Leuten die Kaffeetasse aus der Hand gefallen. Ja. Und noch ganz andere Sachen, als das so rumging. Viele haben es erst für ein Gerücht gehalten und dann war es doch durch. Dieser neue Job, der bringt nicht nur mehr Prestige und mehr Macht, sondern auch mehr Geld. Ja, also er rutscht sozusagen hoch von 11.577,13 €. Besoldungsstufe B9. B9 im Monat zu 14.157,33 €, was Besoldungsstufe B11 ist. Ein Unterschied von rund 2.500 € mehr im Monat für eine Entlassung und die Beförderung. Das ist schon mal kein schlechter Schnitt, würde ich sagen. Und interessant ist auch noch, auf wessen Stuhl er denn dann in Zukunft Platz nehmen wird als Staatssekretär. Für Herrn Maaßen muss nämlich der bisherige Staatssekretär für Wohnen in den einstweiligen Ruhestand entschwinden. Und der Witz dabei ist, die Entlassung von Hans-Georg Maaßen hatte ja vor allem, nicht nur, aber vor allem die SPD gefordert. Der Staatssekretär, der jetzt geschasst wird, um Platz zu machen für Maaßen, ist zufällig SPD-Mitglied. Ja, läuft. Ja, und kleiner Stinkefinger, würde ich denken. So. Das führte übrigens auch dazu, dass man im Bundesinnenministerium eine ganze Weile herumsortieren musste, denn Maaßen soll jetzt dort irgendwie Staatssekretär für Sicherheit werden. Da wäre er normalerweise auch für den Verfassungsschutz zuständig gewesen. Das Problem ist, man kann ja irgendwie nicht so richtig erklären, wieso man ihn entlässt als Chef eines Amtes und dann quasi ihn als Vorgesetzter des neuen Chefs wieder einsetzt. Deswegen muss jetzt irgendwie der Verfassungsschutz raussortiert werden aus dem bisherigen Ressort oder Aufgabenzuschnitt dieses Staatssekretärs. Was immer das gibt, da ist also nochmal Stühlerücken fällig im Innenministerium. Genau. Also ich würde sagen, so weit viel vielleicht zu den Fakten. Ja, die sind ja auch schockierend genug. Die sind auch schockierend genug. Vielleicht noch muss man noch wissen, dass es halt dieses Krisengespräch im Kanzleramt gab, wo das alles ausgedealt wurde, wo auch Andrea Nahles dabei saß, genau. Wo das wohl auch, wie Horst Seehofer sagte, mit Maschine festgehalten wurde. Ah ja, bestimmte Dinge wurden da irgendwie getippt, ja, getippt, wie man sich das vorstellen muss. Ja. Fräulein Müller zum Diktat oder so ähnlich, keine Ahnung, wie man sich also das vorstellen muss. Also es wurde jedenfalls festgehalten, Andrea Nahles hat das alles abgenickt, alle waren sich einig, genau so soll es laufen, abgemacht. Analyse der Lage der Nation, Philipp? Ja. Da gibt es nur einen Satz zu sagen. Ist nicht nachvollziehbar. Ich kann es mir auch nicht so richtig erklären, denn man muss ja mal ganz klar sagen, also entweder ist der Herr Maaßen jetzt vertrauenswürdig und kompetent, ja, dann hätte er allerdings auch Chef des Verfassungsschutzes bleiben können. Das ist allerdings nicht der Fall. Aber wenn er das nicht kann, Philipp, was dann? Wie meinst du das? Na, wenn er das nicht bleiben kann, weil er eben nicht mehr vertrauenswürdig und nicht kompetent ist. Ja, dann wird er natürlich Staatssekretär. Ja, das ist so absurd. Also nein, also da muss man sagen, dann kann er natürlich eigentlich auch nicht in ein höheres Amt befördert werden und damit ja irgendwie auch Mitglied der Bundesregierung werden. Also das ist sachlich nicht mehr nachzuvollziehen. Da sagen ja auch mittlerweile hier Linnemann, Mittelstandssprecher der Union, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, sagt auch, er kann das nicht nachvollziehen, sinngemäß. Also das sind nicht mehr nur Journalisten, SPD-Leute, Grüne, sondern auch in der Union stößt dieser Deal auf Unverständnis. Allerdings, ja. Und das ist auch kein Wunder, denn wenn man sich mal das Sündenregister von Herrn Maaßen anschaut, dann reicht das sprichwörtlich von hier bis Dortmund. 2003 schon hat er, das haben wir in der letzten Lage auch schon mal angedeutet, mit einer ganz windigen juristischen Analyse versucht zu verhindern, dass Murat Kurnaz wieder nach Deutschland einreisen kann. Murat Kurnaz, jemand, der in Deutschland den größten Teil seines Lebens zugebracht hat, dann von den Amerikanern in Guantanamo eingesperrt wurde und da hat dann Herr Maaßen irgendwelche Winkelzüge gefunden, wieso diese Inhaftierung in Guantanamo dazu führt, dass er sein Aufenthaltsrecht in Deutschland verliert. Also mit der Begründung nämlich, er hätte sich ja mehr als 6 Monate im Ausland aufgehalten, dass dieser Auslandsaufenthalt eine Inhaftierung war, das war Herrn Maaßen egal. Also so moralisch verkommen muss man erstmal sein. 2015 ging es aber spontan weiter mit einer netten Aktion, die gerade auf dieser Konferenz sicherlich viel noch vor Augen stehen wird, nämlich die haltlosen Vorwürfe des Landesverrats gegen Netzpolitik.org, wo also André Meister und Markus Beckedahl mit haltlosen Vorwürfen überzogen wurden, weil sie einfach ihren Job gemacht haben, nämlich zitiert haben aus dem Haushaltsplan des Bundesamts für Verfassungsschutz. Genau, und dann gab es natürlich jetzt dieser Tage diese ganzen Fehltritte und Verfehlungen, also Maaßen, ne, hat gezielt Falschinformationen verbreitet, statt von Mord gesprochen. Wobei, zum Thema Chemnitz. Zum Thema Chemnitz. Wo Daniel H. zu Tode gekommen ist. Wo es im Haftbefehl aber nur um Totschlag erstmal ging, das wusste er. Er hat von Mord gesprochen, um sozusagen zu verhindern, dass das verharmlost wird, wie er gesagt hat. Nein. Und das übrigens mit juristisch hanebüchenen Argumenten.
Er hat nämlich irgendwie erzählt, Ach so, genau. Das war auch noch großartig, das sickerte diese Woche durch, wie er denn zu dieser Einschätzung kam. Er sagte nämlich, das sei ein Mord deswegen, weil 5 Messerstiche grausam seien. Und da muss man halt einfach wirklich nicht lange in die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs schauen, um zu wissen, dass Mord nur dann, also grausam, das Mordmerkmal grausam nur dann vorliegt, wenn eine weit über das zur Tötung erforderliche Maß Gewalt und Schmerzen zugefügt werden und also wenn es quasi dem Täter darum geht, jemanden nicht nur umzubringen, sondern ihn dabei noch möglichst zu quälen, und dafür spricht einfach überhaupt gar nichts. Also zum einen ist es interessanterweise so, dass man Messerstiche gar nicht so wahnsinnig spürt. Also ich habe ja schon Dutzende von Menschen als Zeugen gehört in meiner beruflichen Tätigkeit da in Moabit, die Opfer von Messerattacken geworden sind, und die meisten schildern das als Faustschlag. Also interessanterweise, ich weiß nicht, warum das ist, aber es ist einfach so, dass man das nicht als Stich oder als Schnitt spürt. Es ist also weit weniger schmerzhaft, als wenn man sich einen Finger schneidet, aus irgendwelchen Gründen. Das heißt also, es tut schon zunächst mal nicht so wahnsinnig weh. Vor allem aber wird man natürlich niemandem nachweisen können, dass er 5-mal zugestochen hat, gerade damit es möglichst wehtun soll. Ja, also das ist einfach juristisch auch absolut haltlos. So, und dann, na klar, also er hat seine Kompetenzen weit überschritten. Ne? Er hat also als Verfassungsschutz ist nicht dafür da, irgendwie Debatten zu beruhigen, wer das gesagt hat, oder schon gar nicht Verschwörungstheorien zu verbreiten, wer das gemacht hat. Er hat sich gegen die Kanzlerin gestellt, als irgendwie ein Chef von einer nachgeordneten Behörde, was nicht geht. Na, er hat der AfD wiederholt geheime Infos gegeben. Er hat dann den Bundestag wahrscheinlich auch belogen, ziemlich sicher, in dieser Sache, ob der Verfassungsschutz nahe Anis Amri einen Vormann gehabt hat oder nicht. Also das sind alles Fehltritte, die ihn völlig, und da sind sich auch viele auch einig, disqualifizieren, bis auf Horst Seehofer für so einen Job, aber eben dann natürlich auch als Staatssekretär. Und ja, ich weiß nicht, recht. Ja, ich meine, die Machtfülle ist ja beim Staatssekretär noch viel größer, ne? als VS-Chef. Also ja. Ich muss sagen, also ich weiß nicht gar nicht, bei mir ist so ein bisschen die Wut schon wieder, so ein bisschen so Frustration Gewicht, muss ich ehrlich sagen. Ne? Weil das ist natürlich, sag mal, wenn du dir das aus der Ferne anguckst, das ist wirklich Machtpolitik zum Abgewöhnen. Das kannst du niemandem mehr vermitteln. Und wenn die Leute sich darüber beklagen, ja, dass das Vertrauen verloren geht und dass es irgendwie nicht mehr nachzuvollziehen ist, was die Politik dort in Berlin macht, und dass es nichts mehr mit dem zu tun hat, was die Leute machen, das ist der Beweis. Aber kannst du das nochmal auf den Punkt bringen, Philipp, warum das jetzt eigentlich Machtpolitik zum Abgewöhnen ist? Na, in meiner, also Angela Merkel ging es darum und nur darum, an der Macht zu bleiben. Egal wie. Deswegen hat sie diesen Deal gemacht, deswegen hat sie dem zugestimmt. Die Leute, vor allen Dingen Horst Seehofer, aber auch Angela Merkel, starren bei dieser ganzen Rochade nur auf die AfD. Sie wollten verhindern, dass Maaßen zu so einem Märtyrer für die AfD wird, dass die AfD, die Rechtspopulisten, ja, sozusagen ihr Narrativ fortsetzen können, ja, da hat endlich mal jemand die Wahrheit gesagt, und prompt wurde er vom System abgesägt und von Merkel. Aber ich dachte, weißt du, Philipp, man kann sich doch aber nicht quasi in Geiselhaft nehmen lassen von 15% oder 20% der Wählerinnen und Wähler. Also ich hätte mir gewünscht, dass man sagt, ja, wir gucken auf diese AfD-Wähler, aber wir lassen uns von denen nicht in die Geiselhaft nehmen, sondern wenn es um so substanzielle Entscheidungen geht, ja, da ist ein Behördenchef, der missbraucht seine Macht, dem werden x Fehltritte nachgewiesen, der stellt sich gegen die Kanzlerin, der belügt das Parlament, dann muss dieser Mann weichen. Ja. Und dann kann er nicht Staatssekretär im Innenministerium werden. Und dann kann er insbesondere auch nicht nur deswegen bleiben, weil das Horst Seehofer will. So. Ja, das scheint mir persönlich das eigentliche Problem zu sein. Ich weiß gar nicht, ob da in diesem konkreten Fall auf die AfD-Wähler geschielt worden ist. Mir persönlich scheint es eher so zu sein, dass Horst Seehofer um jeden Preis Angela Merkel brüskieren will. Denn wie gesagt, einer der vielen Fehler von Maaßen war ja auch, dass er Angela Merkel widersprochen hat, obwohl er dafür überhaupt keine Grundlage hatte für seine Einschätzung. Stichwort, gab es Hetzjagden in Chemnitz, ja oder nein? Und da scheint es mir so zu sein, dass Horst Seehofer diese Entlassung, die dann eben mit einer Beförderung garniert worden ist, vor allem deswegen inszeniert hat, um Angela Merkel klarzumachen, wo der Hammer hängt. Na klar, Horst Seehofer vollzieht einen Abschieds-Amoklauf. Der weiß genau, seine Zeiten, seine Tage sind gezählt. Genau, wenn die Bayernwahl nämlich gelaufen ist. Am 15. Oktober sind die Bayernwahlen. 14. Ja. Die Prognosen sind für die CSU ziemlich desaströs, irgendwie Mitte der 30er%. Eine Partei, die gerne mal die absolute Mehrheit erringt in Bayern, mit 48% plus. Viele sagen, ja. Hotte ist sowieso nur noch da, damit sie einen haben, dem sie die Schuld in die Schuhe schieben können und der am Ende zurücktreten wird. Er ist alt, er ist müde, er zieht sich in sein Innenministerium zurück und es ist klar, seine Tage sind gezählt. Und keiner will, dass im nächsten Jahr 70 Leute abgeschoben werden müssen, wenn Hotte 70 wird, ne? Nur damit, ne? Ihr kennt das Problem. Ja. So, und der hat sich gesagt, ich gehe, aber Merkel geht mit mir. Und darauf hat er alles aufgebaut. Deswegen macht er das, deswegen sagt er, ja, ich, sozusagen, wenn der geht, wenn der Maaßen geht, dann gehe ich mit.
Ja. Ja? Und Merkel wollte verhindern, dass ihr die Koalition um die Ohren fliegt. Deswegen hat sie das Spiel mitgemacht. Ja. Jetzt vielleicht noch mal ganz kurz, wir kommen nachher mal auf den Punkt, ja. Stimmt denn das eigentlich, wäre denn eigentlich denn Seehofer gegangen worden? Wäre das wirklich das Ende der Koa gewesen? Dazu kommen wir gleich noch mal ausführlich, aber wir wollten noch einen kleinen Faktenblock einschieben, nämlich einfach rein technisch, wie geht denn das jetzt eigentlich weiter? Also Horte Seehofer möchte unbedingt Maaßen installieren als Staatssekretär. Dem muss das Bundeskabinett zustimmen. Ja, da gibt es also rechtlich bestimmte Regelungen in der Geschäftsordnung der Bundesregierung, wonach das eben durchs Kabinett muss. Das heißt also, rechtlich muss das Kabinett zustimmen, aber es ist auf der anderen Seite gelebte Staatspraxis seit 1949, dass jeder Minister eben selbst bestimmt, wer Staatssekretär wird. Das heißt also, da jetzt quasi von SPD-Seite rein zu regieren zum Beispiel oder auch von CDU-Seite, ist ja formal eine CSU-Position, das wäre... Das wäre also schon extrem unüblich, das kann man eigentlich das, kaum ja. bringen. Vor allem muss man aber auch sagen, die SPD alleine kann Maaßen jetzt im Bundeskabinett nicht mehr verhindern, dass nur 6 von 16 Ministern sind von der SPD. Ne, mit anderen Worten, da hat man einfach keine Sperrminorität, das würde nicht reichen. Man könnte höchstens ein Zeichen setzen. Man könnte ein Zeichen aber setzen. Aber danach sieht es auch nicht aus. Nö, und die Frage muss also ganz offensichtlich politisch gelöst werden, das ist keine juristische Frage. Allenfalls, wenn die SPD-Minister jetzt mit dem Ende der Koalition drohen, dann könnte Merkel wohl nicht anders als Seehofer fallen zu lassen. Ne, das wäre eine Option. Aber warum denn, Philipp, und das finde ich eigentlich eine spannende Frage, gibt es denn jetzt eigentlich so einen Riesenzirkus in der SPD? Denn eigentlich muss man ja sagen, ist Horst Seehofer, das haben wir ja gerade, denke ich, ganz gut rausgearbeitet, der große Buhmann in dem Spiel. Warum eigentlich gibt es jetzt so einen Riesen-Backlash gegen Andrea Nahles, die eben in der entsprechenden Krisensitzung für die SPD saß? Naja, also weil sie dem zugestimmt hat, ja, weil sie abgewogen hat, so wie die das sagt, ich lasse die Große Koalition nicht an der Berufung eines Beamten ins Innenministerium scheitern. Deswegen stimme ich dem zu. Sinngemäß hat sie gesagt, ich finde das schwer erträglich, aber ich stimme dem zu. Und damit hat sie halt zu diesem, würde ich sagen, ich weiß nicht, ob man so weit gehen kann, antidemokratisch, aber es ist schon, wie würde man das nennen? Ich weiß nicht, wie man diesen Move nennt. Der ist so... Der ist halt einfach sachlich überhaupt nicht gerechtfertigt. Es ist, so, es ist einfach nur rein, wie du eben gesagt hast, reine Machtpolitik. Es ist reine Machtpolitik und es verschiebt so die... Es widerspricht dem Gerechtigkeitsgefühl, es wird der Verantwortung nicht gerecht. Ja? Also glaube ich, das ist auch so ein Punkt. Jemand macht Fehler und muss die Verantwortung dafür nicht übernehmen. Das ja? ist einfach und das widerspricht, unfair. Das will das einfach keiner sehen. Und das widerspricht eigentlich jedem Gerechtigkeitsgefühl. Und dass Nahles dem zugestimmt hat, keine Ahnung, deswegen fliegt dir das um die Ohren. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, aber ein ganz wesentlicher zweiter Aspekt ist eben auch, dass Hans-Georg Maaßen sich in den letzten Monaten in ein ganz gefährliches Zwielicht gebracht hat. Sein Verhältnis zum Rechtsextremismus ist nämlich bestenfalls ungeklärt. Also ich will jetzt nicht so weit gehen zu sagen, er ist selber ein Rechtsradikaler. Er ist aber sicherlich jemand mit ganz massiven ausländerfeindlichen Tendenzen. Das zieht sich übrigens schon von seiner Doktorarbeit an durch, die er irgendwie so in seinen 20ern geschrieben hat. Da hat jetzt jemand mal ausgegraben, was er da so alles vertreten hat und insbesondere eine Rezension seiner Doktorarbeit von Gertrude Lübbe-Wolf übrigens, ehemalige Richterin des Bundesverfassungsgerichts. Sie hat schon Anfang der 2000er diese Arbeit in einer juristischen Fachzeitschrift bewertet und ist zu dem Ergebnis gekommen, hanebüchener Unsinn, der Mann hat einfach einen totalen Knall. Jetzt, ich paraphrasiere dir, das ist natürlich juristisch ausgedrückt. Ja. Aber um das so ein bisschen greifbarer zu machen, von diesem Jura-Slang hat ja keiner was irgendwie. Also der Sache nach hat Frau Lübbe-Wolf geschrieben, der Mann hat einen totalen Knall, der hat einen totalen Hass auf Ausländer und diesen etwas skurrilen Ansichten ordnet er alles unter. Das ist so die Quintessenz dieser Rezension und das zieht sich also bei Herrn Maaßen durch von seinen 20ern. Und in den letzten Wochen haben wir eben diese wirklich bedrohlichen Dinge gesehen, wie der hat die AfD offensichtlich beraten. Jedenfalls gibt es da deutliche Anzeichen. Wobei man sagen muss, er spricht auch mit anderen Parteien. Er spricht mit allen Parteien. Ich wollte gerade sagen, er hat die AfD beraten, wie sie verhindern kann, vom Verfassungsschutz beobachtet zu werden. Natürlich trifft er sich mit allen möglichen Parteien, nur die anderen Parteien sind ja nicht im Ansatz in Gefahr, vom VS beobachtet zu werden. Ja, deswegen macht das diese Kontakte zur AfD so besonders. Die AfD sind ja quasi, gab es natürlich auch mal Beobachtung, aber nicht vom Bundesamt, sondern auf Landesebene. Okay. Also mit anderen Worten, die AfD ist Kundschaft. Ja? Die AfD ist Kundschaft, während die anderen Parteien eben politische Kontakte sind. Da gibt es einen großen Unterschied. Und dann gibt es diese Aktion im Kontext Chemnitz. Das heißt mit anderen Worten, es gibt gute Gründe anzunehmen, dass Herr Maaßen jedenfalls massives Problem mit Migranten hat. Also er steht in einem deutlichen Rassismusverdacht, er steht in einem deutlichen Verdacht eines unklaren Verhältnisses zur AfD. Und so jemanden, also jemanden, sagen wir mal, auf den Punkt gebracht mit Rechtsradikalismus,
radikalen Tendenzen potenziell. Ja, wir können das eben nicht nachweisen, aber es sieht alles gar nicht gut aus. So jemanden zum Staatssekretär zu machen, das ist für die SPD einfach etwas, was überhaupt nicht funktioniert. Da, ja, ist nur, da kommen wir auch gleich noch zu, warum das so ist. Ich wollte nur noch einen Punkt machen, warum denn eigentlich, Andrea Nahles sagt natürlich jetzt, sie wollte die GroKo nicht an einer Personalie scheitern lassen. Das klingt ja erstmal überzeugend. Ne? Also erstmal denkst du ja, naja klar, also da wird halt, da macht halt Seehofer, macht einen Typen zum Staatssekretär, der passt dir in der SPD nicht. Ja. Sollen sie deshalb die GroKo fliegen lassen? Könnte man natürlich sagen, hat Andrea Nahles zähneknirschend das Richtige getan, aber mein Punkt wäre, ich würde dagegen halten, Horthy Seehofer hat doch nur geblufft. Horthy Seehofer hätte doch niemals wegen dieser Maaßen-Geschichte 3 Wochen vor der Bayernwahl die GroKo platzen lassen. Wie gesagt, die CSU steht sowieso im Feuer in Bayern, da drohen sowieso dramatische Verluste. Und wenn die jetzt noch die Koalition platzen lassen wegen so einem Hansel, das hätten die Bayern-Wählerinnen und Wähler doch überhaupt nicht verstanden. Dann hätte die CSU weitere 5 oder 10 Prozentpunkte verloren. Denn an eins doch den, sagen wir mal, eher konservativen, gesetzten Wählerinnen und Wählern in Bayern wichtig ist, dann Stabilität, Kontinuität, souveräne Politik. Und genau das hätte Horst Seehofer doch nicht bewiesen, wenn er wegen so einer Petitesse jetzt die GroKo verlassen hätte. Mit anderen Worten, niemals, niemals hätte Horthy Seehofer diese Koalition verlassen. Andrea Nahles hat sich verarschen lassen. Sie hat sich einfach bluffen lassen, sie hat sich abzocken lassen. Und es hätte niemals einen Bruch der GroKo gegeben, wenn die SPD an der Stelle hart geblieben wäre. Aber meine Analyse, Nahles ist zu schwach. Ja, und deswegen rebellieren ja jetzt auch alle. Genau. Deswegen kommen alle aus den Ecken. Ja. Genau. Andrea Nahles kann mit Macht nicht umgehen. Sie hätte einfach hart sagen sollen, machen geht nicht, nicht mit uns. Wenn ihr den Maaßen nicht in die Wüste schickt, dann sind unsere 6 Ministerinnen und Minister raus aus der Nummer und dann könnt ihr sehen, wo eure Mehrheit herbekommt. Und dann wollen wir doch mal sehen, da jede Wette, dass Horst Seehofer dann gesagt hätte, okay, in Gottes Namen, dann muss es eben so weitergehen. Was denkst du, Felix? Ja, finde ich, klingt überzeugend. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass sie sich einfach hat bluffen und abzocken lassen. Und außerdem muss man natürlich auch mal sagen, GroKo nicht beenden, nur weil Seehofer einen Beamten einstellt, der der SPD nicht passt. Es geht ja letztlich auch nicht nur um die Personalienmaßen, sondern es geht auch darum, wofür eigentlich Hans-Georg Maaßen steht. Und deswegen, du hast es gerade gesagt, rebellieren ja jetzt zum Beispiel Juso-Chef Kevin Kühnert und die SPD-Basis. Ne? Also es gibt so einen Zorn an der SPD-Basis, habe ich jedenfalls, solange ich so das politische Geschehen beobachte, in den letzten 20 Jahren habe ich das noch nicht erlebt. Da ist einfach jetzt für viele, um nochmal dieses Wortspiel zu bemühen, das Maß voll. Und ich glaube, um das zu verstehen, muss man einen kleinen Blick in die Geschichte der SPD werfen. Ja, es war ja gerade diese Woche. Diese Woche, ja. Diese Woche hat die SPD-Fraktion per Twitter an Otto Wels erinnert. Der war Vorsitzender der SPD im Frühjahr 33. Und in dem Tweet ging es um das sogenannte Ermächtigungsgesetz. Ja. Ermächtigungsgesetz. Ermächtigungsgesetz, müssen wir einen kleinen Erklärbär einschieben. Was war das Ermächtigungsgesetz? Das Ermächtigungsgesetz ist im Frühjahr 1933 vom Reichstag verabschiedet worden. Und durch das Ermächtigungsgesetz wurde unter anderem der Hitler-Regierung erlaubt, Gesetze zu erlassen. Normalerweise beschließt das Parlament, bei uns der Bundestag, damals der Reichstag, Gesetze. Da wurde das der Regierung aber erlaubt. Es wurde also das Parlament umgangen, die Gewaltenteilung wurde aufgegeben. Das war quasi die formal-juristische Änderung der Weimarer Reichsverfassung, mit der eine Diktatur errichtet wurde in Deutschland. Ja, das Ermächtigungsgesetz war das Gesetz, das in Deutschland die Diktatur errichtet hat. Und man muss dazu wissen, vor dieser Abstimmung, die fand also nicht im Reichstag statt, der war ein paar Wochen vorher abgebrannt, sondern in der sogenannten Krolloper oder früher Krolls Etablissement. Das war so ein, irgendwas, wie soll ich sagen, so ein Veranstaltungsraum quasi gegenüber vom Reichstag, wo etwa da, wo heute das Kanzleramt steht. Diese Krolloper war also von der SA umstellt, ja, von so einer paramilitärischen Nazi-Schlägertruppe. Das heißt also, die Abgeordneten mussten alle an diesen Schlägern vorbei in den Reichstag. Viele KPD-Abgeordnete waren schon inhaftiert von der Polizei oder in irgendwelchen wilden Konzentrationslagern. Und man musste sehen, wer da reinging in den Reichstag, der sah draußen diese Schlägertruppen. Und es war völlig unklar, ob die Abgeordneten der SPD insbesondere das Gebäude überhaupt lebend würden verlassen können oder ob sie zum Beispiel direkt nach der Sitzung ins KZ kommen würden. Das muss man sich vorstellen. Das war jetzt nicht irgendeine Abstimmung im Reichstag, sondern das war eine Abstimmung, wo jeder einzelne Abgeordnete in unmittelbarer Lebensgefahr oder jedenfalls Gefahr für seine persönliche Freiheit war. Und ja, trotzdem. Genau, und trotzdem hat sich die SPD geweigert, diesem Ermächtigungsgesetz zuzustimmen. Und Otto Wels begründete das damals in einer ziemlich berühmten Rede und die mit diesem Kernsatz, glaube ich, auch endete. Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht.
Also Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht. Genau. Und das ist das, das hat die SPD jetzt gerade getwittert diese Woche. Ne? So ein kleines Video, wo also diese Tonsequenz von Otto Wels drin vorkommt. Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht. Und danach hat die SPD dann geschnitten so Statements von ein paar jungen Bundestagsabgeordneten, die dann begründen, was dieses historische Erbe von Otto Wels und von den Sozialdemokraten aus dem Jahr 1933 für sie bedeutet. Und da hören wir jetzt zunächst mal das Statement von Dennis Rohde, einem MdB, einem Mitglied des Bundestages der SPD aus Oldenburg. Ich glaube, dass man erst im Nachhinein ja auch einschätzen konnte, dass die Worte, die Otto Wels gewählt hat, Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht, ja für viele Sozialdemokraten auch wahr geworden ist. Vielen wurde die Freiheit, vielen wurde das Leben genommen. Und ich glaube, dass es gerade auch für uns Sozialdemokraten ein Mahnmal ist, dass wir das, was sich damals entwickelt hat, in seiner Entwicklung heute nicht mehr zulassen dürfen. Dass wir als Sozialdemokraten laut werden müssen, wenn Nationalisten durchs Land ziehen. Und auch Josefine Ortlieb, Mitglied des Bundestages aus dem Saarland, machte aus dieser historischen Rede die Verbindung zum heutigen Alltag. Da wird einem immer wieder bewusst, in welcher Tradition man auch kämpfen muss. Und dass es immer wieder da heißt, auch Haltung zu zeigen. Wir müssen immer wieder klar machen, wofür wir eigentlich stehen. Und ist das jetzt, ist dieses historische Erbe tatsächlich jetzt wirksam in dieser Rebellion der SPD gegen das, was Nahles gemacht hat? Absolut, absolut. Ich will jetzt nicht so weit gehen zu sagen, die Ernennung von Maaßen ist vergleichbar mit dem Ermächtigungsgesetz. Das ist natürlich nicht der Fall. Ja, wie gesagt, das Ermächtigungsgesetz war der Schritt in die Diktatur. Die Ernennung von Maaßen ist eine Beförderung von einem Mann mit Sympathie für Rechtsradikale und Nazis. Ne? Also das ist natürlich auch gravierend, was mit Maaßen passiert. Ist aber natürlich nicht vergleichbar. Aber ich denke, dass dieses historische Erbe einfach zeigt, dass es zur DNA der SPD gehört, nie wieder Nazis, nie wieder Faschismus, nie wieder Totalitarismus. Mit anderen Worten, da ist einfach eine rote Linie erreicht. Die SPD hat nicht mehr so wahnsinnig viele Wesenskerne, die hat nicht mehr so wahnsinnig viele Punkte, die unverhandelbar sind. Ja, Stichwort Hartz IV, ja, gilt ja ganz vielen Menschen in der SPD bis heute als der zentrale Sündenfall. Es gibt nicht mehr so viel, wofür die SPD völlig glasklar steht. Aber Antifaschismus, ja, das war bislang das Letzte, was einfach nicht mehr verhandelbar war. Und mit diesem zentralen Prinzip hat Andrea Nahles gebrochen, indem sie einen Mann mit unklaren Tendenzen in dieser Hinsicht zum Staatssekretär gemacht hat. Wie gesagt, ist nicht gleich dem Ermächtigungsgesetz, aber es geht quasi in die gleiche Richtung. Es ist einfach ein Kuschelkurs gegenüber Rechtsradikalen, es ist ein Kuschelkurs gegenüber dem Faschismus und da hört offensichtlich für viele absolut der Spaß auf. Und ich glaube, was auch noch dazu kommt, ist, dass viele, glaube ich, spüren, wie das Kalkül von Nahles ist. Ihr Kalkül ist, glaube ich, Hotte Seehofer ist ja das Problem. Hotte Seehofer wird aber nach der Bayernwahl wahrscheinlich von der Bühne verschwinden. Und dann sind wir das Problem los und niemand redet mehr darüber. Wir sind noch in der Regierung und gut. Ich glaube, das empfinden viele als total zynisch. Und auch deshalb gehen sie quasi auf die Barrikaden. Die Frage ist jetzt, wie geht es denn jetzt weiter? Also es ist doch völlig absehbar, diese Regierung, finde ich, ist ziemlich am Ende. Die ist ein halbes Jahr alt, stand schon innerhalb eines halben Jahres schon zweimal vor dem Ende wegen Nichtigkeiten. Ja. Also zuerst natürlich diese Nummer um diesen Masterplan von Seehofer, haben wir oft drüber geredet. Jetzt das hier. Ja, und jedes Mal steht sie vor dem Ende. Jedes Mal heißt es, ist die GroKo zu Ende. Ja, wie willst du da ernsthaft über Sachfragen noch streiten? Wie willst du darüber streiten, wenn es wirklich mal hart auf hart kommt und immer es am Ende droht, ja, vielleicht passt es Hotte Seehofer nicht. Und dann knallt es. Ja, ja. Und dann droht das aus der GroKo. Und dann hast du am Ende, wenn es denn nicht das ausbedeutet, immer solche Kompromisse, wie wir sie jetzt erleben. Extrem schmutzige und das Kompromisse. Das schadet nicht nur der Koalition und der Regierung, das schadet auch nicht nur Merkel, das schadet dem Ansehen der Politik insgesamt, das schadet unserem Gemeinwesen und ich finde, so kann das nicht weitergehen. Nein, so kann das nicht weitergehen, Philipp. Ich würde diese Einschätzung teilen, die Große Koalition, so wie sie derzeit regiert, sägt einfach am Vertrauen der Menschen in Deutschland in die Leistungsfähigkeit der Demokratie generell. Einfach weil das, was wir jetzt vorgeführt bekommen, ist, dass unser demokratisches System, das ja nun mal von der Bundesregierung maßgeblich repräsentiert wird, nicht mehr in der Lage ist, zu überzeugenden Ergebnissen zu kommen, sondern dass sachlich überhaupt nicht mehr nachvollziehbare Scheinkompromisse gefunden werden, einfach nur um irgendwelche Machtkalküle zu erfüllen, wir haben es gerade schon gesagt. Ja. Und was das bedeutet und wozu das führt, ist, dass die Regierung tragenden Parteien ganz massiv an Zustimmung verlieren. Nach einer aktuellen Umfrage zum Beispiel, die in diesen Tagen veröffentlicht wurde, dann ergibt sich bei der Sonntagsfrage wirklich für die GroKo Schockierendes. Ja? Union
Union und SPD kämen derzeit nach dieser Umfrage zusammen nur noch auf 45% der Stimmen. Mit anderen Worten, die Große Koalition, eine Große Koalition hat hätte bei einer Bundestagswahl keine Mehrheit mehr. Ja, das ist auf Bundesebene wirklich ein dramatisches Ergebnis, hat es noch nie gegeben. Das sagt also eine aktuelle Umfrage von Infratest DIMAP für die AfD. Das heißt, die Union bleibt zwar stärkste Kraft, aber direkt gefolgt von der AfD. Ja, die in der sogenannten Sonntagsfrage würden also 18% der Wählerinnen und Wähler für die AfD stimmen. Die SPD hingegen kommt nur noch auf 17% und die Union würde mit 28% das schlechteste Ergebnis seit 1997 erzielen. Immerhin kämen die Grünen auf 15, die Linke auf 10 und die FDP auf 9% der Stimmen. Aber trotzdem, das muss man sich mal reintun, die AfD als zweitstärkste Kraft und das eine Partei, die wirklich nur ein Thema kennt, nämlich Ausländer raus. So, und was muss jetzt, wie geht es jetzt weiter? Also die eine, also ich finde, diese eine Option, so weiter zu mokeln, das kann nicht gut gehen. Das hält nie und nimmer dreieinhalb Jahre. Nein, das kann nicht. Also man muss natürlich, um das Bild jetzt so ein bisschen auch abzurunden, sagen, es ist ja nicht so, dass die Große Koalition gar nichts gebacken bekommt. Gerade in dieser Woche wurde insbesondere auf Initiative von Franziska Giffey, der Ministerin für Familie und Soziales, eine Entscheidung getroffen, zur Förderung von Kindergartenplätzen. Ich habe es nicht ganz genau recherchiert. Also ich sage mal, irgendeine positive soziale Entscheidung, die eben auch maßgeblich durch die SPD herbeigeführt wurde, soll jetzt getroffen worden sein. Aber ganz ehrlich, diese kleinen Details gehen natürlich völlig unter in dem Gesamtbild, das hier entsteht. Und deswegen wäre meine Position, die ja auch Kevin Kühnert zum Beispiel schon vertreten hat, die SPD muss die GroKo sofort verlassen. Diese Große Koalition, so wie sie derzeit regiert, die führt einfach nur dazu, dass sich Union und SPD, beide Volksparteien, beide Parteien, die einfach von existenzieller Bedeutung sind, auch für die Glaubwürdigkeit unserer Demokratie, diese Parteien zerlegen sich, diese Parteien zerbröseln. Man kann geradezu zugucken, wie sie an Zustimmung bei Wählerinnen und Wählern verlieren. Und deswegen ist diese GroKo einfach viel zu gefährlich für unsere Demokratie. Die muss sofort beendet werden. Es funktioniert einfach nicht. Aber was passiert denn dann? Ich denke, also sagen ja mal, da gibt es Neuwahlen. Ja, das glaube ich nicht. Das glaube ich überhaupt nicht. Der Punkt ist, wir haben das im Frühjahr, als die Frage ja überhaupt im Raum stand, soll eine GroKo gebildet werden, haben wir diese verschiedenen Möglichkeiten ja schon mal durchdiskutiert, wie es überhaupt zu Neuwahlen kommen kann. Das ist jetzt noch so ein bisschen anders, weil Angela Merkel ja schon zur Kanzlerin gewählt worden ist. Und nur weil jetzt mit einmal die GroKo platzt, jetzt mal hypothetisch, bedeutet das noch lange nicht, dass Angela Merkel tatsächlich nicht mehr Bundeskanzlerin sein kann. Ganz im Gegenteil, damit der Bundestag aufgelöst werden kann, müsste sie erstmal eine Vertrauensfrage verlieren. Im Bundestag. Also sie könnte zum Beispiel eine Sachabstimmung über einen Haushalt beispielsweise mit der Vertrauensfrage verbinden und wenn sie die dann verlieren würde, dann könnte der Bundespräsident den Bundestag auflösen. Aber ich glaube ehrlich gar nicht, dass der Bundestag tatsächlich in einer Weise abstimmen würde, dass seine Auflösung eine Möglichkeit ist. Denn ganz ehrlich, keiner würde davon profitieren, außer der AfD. Das heißt, alle, die jetzt im Bundestag sitzen, mit Ausnahme der 94 AfD-Abgeordneten, haben alles Interesse daran, irgendwie sich über diese Legislatur zu retten. Und einfach damit jetzt nicht gewählt wird, denn es ist völlig klar, alle Fraktionen außer der AfD würden im Zweifel an Mandaten verlieren. Das heißt, die Fraktionen, die im Bundestag sitzen, müssten sich neu zusammenwürfeln und eine Regierung bilden. Nö, sie könnten ja auch einfach Angela Merkel ist ja Bundeskanzlerin, sie könnte sich dann überlegen, ob sie zum Beispiel ein Kabinett aus Expertinnen und Experten bildet oder ob sie einfach die bisherigen Minister im Amt lässt. Da gibt es alle Möglichkeiten. Der Witz ist ja, dass wir in Deutschland diese Möglichkeiten, die eine Minderheitsregierung tatsächlich bietet, bislang noch nie ausgelotet haben. Aber ich halte das in der gegenwärtigen Situation für die einzige Möglichkeit. Wie gesagt, diese Große Koalition hat einfach zu wenig Gemeinsamkeiten, sie zerfleischt sich und man sieht das an den Umfragen, sie verliert derart massiv an Rückhalt, dass wenn das so weitergeht, ist die SPD irgendwann unter 10%. Aber vielleicht ist das doch anders, wenn Seehofer weg ist. Vielleicht ist das doch anders, wenn da ein anderer CSU-Innenminister vielleicht im Ministerium sitzt, der nicht diese Wahlen vor der Brust hat, der nicht so tickt wie Seehofer. Hast du einen Vorschlag? Wen würdest du denn so nehmen von der CSU? Also ich muss gestehen, mir fällt auch keiner ein. Ich bin natürlich jetzt auch nicht so ein Intimus der CSU. Ja, aber ich wüsste nicht, wen man da aufstellen soll. Da müsste man schon in der zweiten bis dritten Reihe schauen. Du, das habe ich aber bei allen Berufungen von CSU-Innenministern bisher gedacht. Und wir haben immer jemanden gefunden. Klar, aber war es überzeugend? Ich weiß es nicht. Also meine Position wäre halt einfach die, was ist denn jetzt jenseits dieser tagespolitischen Querelen das eigentliche Problem in der Großen Koalition? Das eigentliche Problem ist doch, dass die Auseinandersetzung um Sachfragen eine viel zu geringe Rolle spielt. Es geht ständig
um Symboldebatten, ja, diese paar Menschen, ja, aber die über die Grenze kommen. Vor allen Dingen Seehofer vom Zaun. Das stimmt natürlich. Seehofer und die CSU sind das Kernproblem, aber erinnern wir uns an die ersten Wochen der Großen Koalition, da hat Jens Spahn auch massiv provoziert. Ne? Der ist ja jetzt zurückgerudert, der macht jetzt sinnvollere Vorschläge. Natürlich nicht so krass wie Seehofer. Aber ich weiß nicht, ob das funktioniert in dieser Großen Koalition. Schauen wir uns ein praktisches Beispiel an. Die SPD hat vor einigen Wochen versucht, quasi einen Neustart bei der Mietpreisbremse auf den Weg zu bringen. Der hat auch irgendwie nach schwierigen Abstimmungen zwischen den Ressorts den Weg durchs Bundeskabinett gefunden. Aber was sagen dann führende Vertreter der Unionsfraktion, hier Jan-Marco Luschak zum Beispiel, Berliner Bundestagsabgeordneter und irgendwie Experte für Mietrecht, der sagt dann gleich, naja, aber doch mal schauen. Ja? Also wir als CDU-Bundestagsfraktion, wir finden das überhaupt nicht cool, was das Bundeskabinett beschlossen hat. Mit anderen Worten, ob dieses Update der Mietpreisbremse, ja, mit all seinen Schwächen, wir haben das in der Lage mehrfach analysiert, auch das ist sicherlich nicht der Stein der Weisen, aber ob das so durch den Bundestag kommt, ist völlig unklar. Ja, aber das finde ich, das ist nun mal die Aufgabe des Bundestags. Die müssen nicht alles schlucken, was das Kabinett beschließt. Nein, das ist völlig richtig. Ja, also das an sich, dass die Fraktionen oder die Bundestagsabgeordneten mal aufbegehren, auch aus der Regierungskoalition gegenüber dem, was das Kabinett beschließt, das kann ich noch nicht so als Katastrophe sehen. Also ich glaube schon, dass Horst Seehofer da schon, also der riesen Feldstein im Schuh ist. Und wenn der weg wäre... Da bin ich bei dir. So, ja, und wenn der weg wäre und da ein, sagen wir mal, kooperativer gesinnter Minister, CSU-Vertreter säße, ja, vielleicht nicht mit dem Druck, den Hotte jetzt hat vor diesen Wahlen, keine Ahnung, könnte also ich schon vorstellen, dass es ein bisschen milder abgehen würde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es insbesondere der SPD gelingt, in dieser großen Koalition an Profil zu gewinnen und damit in der nächsten Bundestagswahl... Das liegt dann aber an der SPD. Ich glaube, dass es an dieser Konstellation liegt, weil führende SPD-Vertreter sich auch einfach schon gar nicht trauen, mal steile Vorschläge zu machen. Also jetzt in allerletzten Tagen, muss ich allerdings sagen, gibt es Anzeichen, die dieser meiner These widersprechen. In den allerletzten Tagen gab es ja zum Beispiel von Herrn Schäfer-Gümbel aus Hessen, der auch im Wahlkampf steht, ja, das sind auch ein paar Wochen Landtagswahlen, gab es den Vorschlag, quasi die Mietpreise komplett einzufrieren. Ja? Nicht nur Mietpreisbremse, was ja bedeutet Mietspiegel plus 10%, sondern komplettes Einfrieren. 5 Jahre. Atempause. Dann von Olaf Scholz, Bundesfinanzminister, gab es in den letzten Tagen den Vorschlag, zum Beispiel die Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen komplett zu verbieten. Ja. Da schütten Sie auch das Kämmen im Badehaus. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Da kommen wir gleich mal. Aber man sieht also so, in allerletzten Tagen versucht die SPD ganz offensichtlich schon so ein bisschen Profil zu gewinnen. Aber meine These ist trotzdem, es wird einfach nicht gelingen. Und wenn man sich wirklich profilieren will, wenn man wirklich eigenes Profil gewinnen will, und dann geht das einfach nicht in dieser Koalition. Dann geht das einfach nur mit einer Minderheitsregierung unter der Führung von Angela Merkel, wo dann einfach die Parteien im Bundestag um die besten Konzepte werben können und wo ja zum Beispiel auch andere Parteien, zum Beispiel die FDP, deutlich mehr an Profil gewinnen könnte. Also bei der FDP zum Beispiel, da hört man ja an konkreten tagespolitischen Vorschlägen relativ wenig. Und da würde ich mir auch einfach wünschen, ist ja auch eine wichtige Partei, Liberalismus ist ja auch ein wichtiger Teil des politischen Spektrums, da würde ich mir auch wünschen, einfach mehr zu erfahren, was die sich so vorstellen zum Thema Wohnungsnot zum Beispiel. Ich glaube, einer, der davon extrem profitieren würde und auch jetzt schon profitiert, ist Robert Habeck von den Grünen. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, über den Kurz, redet... Wer ist das eigentlich, Robert Habeck? Der ist der Vorsitzende von den Grünen. Einer der beiden Co-Vorsitzenden. Und mein Gefühl ist so ein bisschen, dass der sich so im Schatten dieses ganzen Desasters zu so einer Art Macron der Bundesrepublik mausern wird. Doch, also die Grünen haben jetzt 15%, SPD hat 17%, ja, die sind so alle auf Augenhöhe, ja, und seit Habeck die Grünen führt, ist es völlig klar, der bereitet die systematisch, sagen wir mal, auf so das Profil einer Volkspartei vor, weg von dieser Umweltpartei, ja, er weicht das strikte Nein zur Gentechnik auf, fordert mehr Polizei auf den Straßen, ja, gründet irgendwie einen Wirtschaftsrat mit prominenten Managern und Unternehmen, ja, bundesweit, naja, sind die Umfragen entsprechend, drücken die an die SPD ran, zum Teil haben sie die SPD längst überholt, in Bayern haben sie 17%, die SPD ist da irgendwie bei 11 oder was, und ich glaube, dass Habeck so jemand ist, das ist der Einzige auf dieser politischen Bühne, wo ich das Gefühl habe, der kann dieses ganze Frustpotenzial von allen Demokraten und allen Leuten, die an einer konstruktiven, funktionierenden Demokratie Interesse haben, dass er dieses Potenzial versammeln kann und verkörpern kann und eben nicht nur auf so einer oberflächlichen Art, sondern tatsächlich diese Hoffnung auch mit Inhalten füllen kann. Ich meine, du warst noch neulich auf einer Veranstaltung. Ja, genau. Also ich war neulich auf einer internen Tagung des Grünen Bundesvorstands eingeladen als
ich sage jetzt mal als Experte, das war eben eine interne Tagung, nicht öffentlich und auch quasi mit dem Deal, dass man über einzelne Inhalte nicht redet, deswegen will ich das natürlich auch einhalten. Ich fand aber diese Veranstaltung ausgesprochen interessant, weil ich da persönlich auch einen sehr guten Eindruck von ihm gewonnen habe, als jemand, der sehr bemüht ist um pragmatische Lösungen und der sich zum Beispiel auch traut, gegen den Strich zu denken. Wie gesagt, also ich muss es so abstrakt formulieren, weil das quasi der Deal bei dieser Veranstaltung war, aber ich fand nicht alles von ihm überzeugend, was er sagte, aber ich mochte diese Art zu denken, dass er einfach, und sei es einfach nur, um die Diskussion voranzubringen, so liebgewonnene Gewohnheiten einfach mal über Bord geworfen hat, ne? Einfach mal steile Thesen rausgehauen hat, so ein bisschen, wie sagt man so schön, Advocatus Diaboli gespielt hat, ja auf Deutsch Anwalt des Teufels, ist ja so die wörtliche Übersetzung, also so ein bisschen provoziert hat durch steile Thesen, um auch zum Beispiel von den Experten dann so ein bisschen, Expertinnen und Experten, dann so ein bisschen rauszukitzeln, was sie dazu eigentlich sagen, also ja, war interessiert, ein interessierter und interessanter Mensch, fand so. Ich wirklich gut. Und ich glaube also, dass, weil Schwarz-Grün ist auf jeden Fall eine Option und ich denke mal schon, dass er da sehr, sehr viel Hoffnung auf sich vereinen wird, wenn das so weitergeht. Also man muss ja sagen, die Umfragen sprechen dafür, dass die Grünen in Zukunft einfach eine deutlich wichtigere Rolle spielen werden und zwar sowohl im Bund als auch in den Ländern. Wie gesagt, im Bund haben wir zurzeit Grüne bei 15%, SPD bei 17%. Ja. Wenn die SPD noch lange GroKo macht, dann wird sich das ganz sicher umdrehen. Dann sind die Grünen bei 20 und die SPD bei 10 oder so. Und in den Ländern sieht es ja teilweise jetzt schon so aus. Ja? Also bei der Bayernwahl ist die letzte Umfrage, Grüne 17%, SPD 11. Ja, da sieht man also sehr deutlich, genau, also ich glaube, die Grünen werden die SPD als Volkspartei ablösen. Auf mittelfristig, wenn das so weitergeht. Also das ist so ein bisschen die Frage, was ist eine Volkspartei? Ne? Nein, es ist eine Volkspartei, ist halt eine... Das ist ja mehr als nur die Prozente, Philipp. Ne? Da geht es ja auch um soziokulturelle Schichten, die so eine Partei anspricht. Das stimmt, aber das spricht nicht gegen das Argument, finde ich. Also ich finde, so wie sich die Grünen gerade aufstellen, ja, dass sie so ein bisschen bei den Öko-Sachen Kompromisse machen, dass sie sozialpolitische Vorschläge machen, die stellen sich thematisch auf jeden Fall so auf und sind, sagen wir mal, attraktiver auch für nicht klassische Grünwähler. Glaube ich. Also das ist so ein bisschen die Frage, wer ist eigentlich der klassische Grünwähler? Ich glaube, dass da sich einfach schon eine Menge getan hat. Also wir sind nun beide ja keine Soziologen, aber wenn man sich mal so anschaut, was man da gerade so, wie soll ich sagen, an Analysen der grünen Wählerschaft in der Presse so in den letzten Jahren lesen konnte, dann hat sich da ja schon eine Menge getan. Ne? Also es war ursprünglich eben mal so ein eher linksalternatives Milieu. Damals gab es ja bei den Grünen auch noch quasi die zwei Flügel, die einen, die heute so die Realos geworden sind, die vor allem eben pragmatisch versuchen, die Umwelt zu schützen. Und es gab aber ja früher auch mal Fundis und es gab auch innerhalb der Fundis dann wiederum Leute, die zum Beispiel Ökologie mit einer dezidierten Kapitalismuskritik verbunden haben, ne? Die also gesagt haben, das Problem ist nicht, dass wir hier und da, keine Ahnung, keinen Flaschenpfand erheben, sondern das Problem ist der Kapitalismus als solcher, weil er eben strukturell dazu führt, dass natürliche Lebensgrundlagen aufgezehrt werden, um des Profits willen. Ne? Und diese Leute spielen ja bei den Grünen, also ich denke so an Jutta Ditfurth zum Beispiel, ne? Die so in den 80er Jahren da eine Protagonistin dieser Thesen war und die sind ja völlig raus. Ne? Es sind auch die Jürgen Leute. Trittin ist so ein bisschen so ein letzter Vertreter dieser Fraktion. So ja, aber der sagt das ja auch alles nicht mehr laut. Ne? Also und alle, es gab bei den Grünen früher Anarchos und so. Also wirklich, wirklich alle möglichen, sagen wir mal, pointiert linken Vertreter oder Vertreterinnen und die sind inzwischen ja im Grunde alle raus. Im Gegenteil gibt es inzwischen ja sogar vereinzelt jedenfalls Grüne. Ich denke an Boris Palmer, ne, den ich glaube, der ist Bürgermeister in Tübingen, wenn mich nicht alles täuscht, der teilweise sogar mit Positionen. Kretschmann ja auch, der Minister. Kretschmann, ja, der Kretsch ist natürlich irgendwo so, wie soll ich sagen, so vor allem pragmatisch bis konservativ, aber Boris Palmer hat ja teilweise Thesen vertreten, die man eigentlich eher bei der CDU vermuten würde. Ne? Also ich würde auch sagen, die Grünen machen einen Drift mit von auch sehr links bis eben heute Mitte bis irgendwie Mitte links bestenfalls noch und in parallel dazu verändern sich natürlich auch die Milieus, die sie als Wählerinnen und Wähler ansprechen. Inzwischen sind es natürlich immer noch klassisch Umweltbewegte, aber eben auch, sagen wir mal, gut verdienende Menschen mit städtischem Hintergrund zum Beispiel, ne, die also sehr gerne Grüne wählen. Ganz viele Studierende natürlich. Also die haben da ihre Wählerbasis deutlich verbreitet. Insofern ist die These von der Volkspartei vielleicht so falsch nicht. Wir blicken nochmal in den Hambacher Forst, wo wir einen tragischen... Stichwort Grün. Ja, Stichwort Grün, wo wir einen tragischen Todesfall zu betrauern haben. Da hat die Landesregierung in NRW die Räumung dieses Waldes ausgesetzt, der ja zu großen Teilen gefällt werden soll. Der Restwald soll zu großen Teilen weggeräumt werden, weil RWE dort Braunkohle abbauen will.
Und ein 27-jähriger Journalist, vor allen Dingen für seinen YouTube-Kanal, glaube ich, der so eine Langzeit-Doku dort anfertigen wollte, der ist durch eine Hängebrücke durchgebrochen und 15 Meter tief in die Tiefe gestürzt und seinen Verletzungen dann erlegen. Die Staatsanwaltschaft in Aachen sagt, Zitat, nach dem bisherigen Ergebnis der Ermittlungen liegen keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden Dritter vor. Aktionsbündnis Hambi bleibt, widerspricht dem latent auf Twitter, Zitat, der Verunglückte sei abgestürzt, als Polizisten versucht hätten, zu einem anderen hängenden Aktivisten zu gelangen. Also da ist so ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen, dass die Polizei an dem Tod des 27-jährigen Videojournalisten nicht ganz unschuldig sein soll. Das gilt, glaube ich, noch zu klären, da sind noch ein paar Fragen offen. Jedenfalls die Räumung steht. Derzeit, mittlerweile hat dann auch die Firma Gerken gemeldet, die dort die Arbeitsbühnen hingestellt hat. Oh. Wir ziehen sie ab, wir machen da hier mit. Zitat auf der Webseite, da auch wir mit der Vorgehensweise im Hambacher Forst absolut nicht einverstanden waren und sind und wir auch den Einsatz unserer Bühnen dort nicht mehr rechtfertigen können, haben wir heute beschlossen, dass wir unsere Geräte dort stilllegen. Laut FATS gibt es auch noch eine andere Firma, die ihre Geräte abgezogen hat. Also ich finde, so kann man auch als Privatunternehmen seiner Verantwortung gerecht werden. Ja, und Flagge zeigen. Und ich finde es bemerkenswert, weil die eben sagen, also nach den Verträgen, die sie da geschlossen haben, haben sie überhaupt nicht das Recht, ihre Hebebühnen abzuziehen. Und diese Regressansprüche, also Schadensersatzansprüche, die nehmen sie bewusst in Kauf. Und das finde ich Chapeau. Das ist also wirklich so quasi ziviler Ungehorsam für eine gute Sache. Und da zeigt jemand einfach Gewissen. Genau. Also Hörerin, weiß ich gar nicht, haben uns noch auf einen anderen Fall hingewiesen, eines Landtagsabgeordneten, den wir auch noch mal aufgreifen wollten, weil er es auch eben für ein Passprototo-Problem demokratischer Legitimation und Glaubwürdigkeit steht. Es geht um den Politiker Gregor Golland. Der ist seit 2004 bei einer RWE-Tochter beschäftigt, die heute Innogy heißt, und er sitzt seit 2010 im Landtag von NRW. Und als Abgeordneter erhält Golland 128.000 Euro im Jahr für den Verwaltungssitz in der Kreissparkasse Köln, hat er von Januar 15 bis Juni 16, also in anderthalb Jahren, gut 25.000 Euro bekommen. Und für seine Teilzeitbeschäftigung bei Innogy, also dieser 100%igen RWE-Tochter, hat Golland im Jahr 2017 nach Angaben Selbstauskunft Bundeslandtag NRW-Webseite für die Teilzeitbeschäftigung zwischen 90.000 und 120.000 Euro erhalten. Ja, muss nicht mehr überlegen. Also fast so viel wie für seine Tätigkeit als Abgeordneter. Als für seine Vollzeittätigkeit als Abgeordneter. Und jetzt war natürlich die schwarz-gelbe Landesregierung darin verwickelt, anzuordnen, die Teile dieses Hambacher Forsts zu räumen. Und wir haben natürlich, ich fand das interessant, weil mich das aufregt, diese Nebentätigkeiten, weil das ein Problem ist, was Legitimation und Glaubwürdigkeit angeht. Und wir haben ihm mal eine E-Mail geschickt, so also die Fragen, glaube ich, kann man kurz vorlesen, weil die so ein bisschen die Problematik illustrieren. Genau, also das machen wir gerne, wenn wir einfach so Hinweise bekommen, dass wir dann, wie das ja eben ganz normale journalistische Recherche auch ist, den Leuten einfach mal Fragen schicken. Und in diesem Fall hatte Philipp das übernommen und hatte die Fragen gestellt. Erstens, wie stellen Sie sicher, dass es zwischen Ihrer Rolle als Abgeordneter, Mandatsträger und Ihrer Funktion als Angestellter von RWE, Klammer auf, wir dachten damals noch direkt RWE, jetzt ist aber eine RWE-Tochter, Klammer zu, keine Interessenkollision gibt? Wie trennen Sie die Rollen? Zweitens, in Ihrer politischen Tätigkeit, sind Sie auch mit dem Tagebau befasst? Haben Sie RWE jemals Informationen oder Unterlagen weitergegeben, die zu Ihrer politischen Tätigkeit stammen? Drittens, wie verhalten Sie sich bei Abstimmungen, wenn Interessen Ihres Arbeitgebers berührt sind? Enthalten Sie sich? Haben Sie sich schon mal enthalten, wenn Interessen Ihres Arbeitgebers betroffen sind? Viertens, warum wurde der Name Ihres Arbeitgebers auf der Landtagsseite geändert von RWE GBS GmbH zu Innogy? Das war zuerst RWE GBS GmbH hieß es und dann irgendwann wurde es geändert. Genau. Ist so ein bisschen die Frage, warum. Herr Golland hat geantwortet, pikant. Zunächst weise ich darauf hin, dass ich kein Angestellter von RWE, sondern seit langem Angestellter der Innogy SE bin. Dies hätten Sie in einem Bericht korrekt zu bezeichnen. Haben wir getan. Ja, haben wir brav gemacht. So, ja. So, und jetzt kommt das Allergeilste, dann gibt er quasi Regieanweisungen dafür, wie wir unseren Job zu machen haben. Da heißt es im O-Ton, das folgende Zitat darf als Antwort auf Ihre Anfrage nur vollständig, also ungekürzt, wiedergegeben werden. Auch das machen wir natürlich gerne. Selbstverständlich, Philipp, bitte.
Weder hat meine legale Tätigkeit für Innogy irgendeinen Bezug zum Tagebau oder zum Hambacher Forst, noch war ich als Parlamentarier an der Leitentscheidung des rot-grünen Kabinetts zur Braunkohle und Rodung des Hambacher Forst beteiligt. Die falschen Unterstellungen, die ich im Internet lesen muss, entbehren damit jeglicher Grundlage. Mit freundlichen Grüßen. Mit freundlichen Grüßen. Das ist so ein Dementi, was auf die Fragen einfach nicht eingeht. Ja, also die Fragen habt ihr gehört, er antwortet. Der Punkt hier ist, natürlich gibt es keine, bisher kenne ich keine Belege, ja, dass er seine, dass er als Abgeordneter gewählt wurde und seinem Arbeitgeber dort Vorzüge verschafft, für seinen Arbeitgeber die Interessen seines Arbeitgebers eintritt. Er ist natürlich, das ist dokumentiert, für die Fortsetzung des Braunkohletagebaus, auch für ein Abbauende erst in Mitte der 40er Jahre etc., weil er auch Abgeordneter aus dem Wahlkreis ist, in dem Tagebau stattfindet. Der Punkt ist aber, alleine dieser Verdacht stinkt zum Himmel und darf nicht entstehen. Ja. Deswegen kriegen diese Abgeordneten Diäten. Ja. Ich finde, ein bisschen Nebentätigkeit ist okay, aber so viel Geld zu verdienen, fast so viel Geld. Du kriegst 10.000 Euro im Monat. Ja, für eine Halbtagstätigkeit. Es tut mir leid. Da ist für mich eine Grenze überschritten, wo man sagen muss, du erzeugst hier einen Verdacht, du wirfst einen Schatten auf dieses Dasein, auf das Parlament, der ist nicht hinnehmbar. Und deswegen sind Nebentätigkeiten in dieser Höhe nicht akzeptabel. Schon gar nicht. Wir haben natürlich auch, ich habe auch Energy SE gefragt. Ja. Was bringt sie dazu, diesem Mann so viel Geld zu zahlen? Was tut er denn? Was ist das für ein Rockstar? Was tut er, dass er ihnen so viel Geld wert ist? Und da haben sie zurückgeschrieben, der Mann arbeitet hier, zu Details des Vertrages können wir nichts sagen. Ja. So. Also wenn man schon so viel Geld kriegt, dann muss man das mindestens viel transparenter machen als so. Aber ich bin dafür, dass es einfach nicht erlaubt ist, so viel Nebentätigkeit zu machen. Also du hast ja gerade sehr deutlich gemacht, Philipp, warum du das problematisch findest, einfach weil immer der Anschein entsteht, ob der nun berechtigt ist oder nicht, dass diese Menschen dann eben auch die Interessen ihrer Arbeitgeber in ihrer parlamentarischen Arbeit sagen wir mal über Gebühr berücksichtigen. Das Problem dabei ist natürlich, man kann das nie so richtig klären. Du wirst das nie klären, ob der jetzt dafür ist, diesen Braunkohletagebau fortzusetzen, um Arbeitsplätze in der Region zu sichern, oder ob er das tut, weil er quasi gut dafür bezahlt wird. Aber ich finde, auch in der Politik ist einfach der Anschein ganz wichtig. Wie viele Politiker müssen zurücktreten, weil sie irgendwie so ein paar Bonusmeilen gesammelt und privat verflogen haben? Ne? In der Politik geht es einfach darum, dass man moralisch hoffentlich einwandfrei und ohne irgendwelche Schattenseiten seinen Job macht. Dass man einfach glaubwürdig ist und fair ist und vertrauenswürdig ist. Und interessanterweise, wie gesagt, es wird wegen aller möglicher Kinkerlitzchen zurückgetreten. Ne? Aber wegen so offensichtlicher Interessenkonflikte muss man nicht zurücktreten. Und es ist ja legal. Es ist legal. Ja. Das muss man Ihnen zugutehalten. Es ist legal. Energy SE beschäftigt sich, glaube ich, soweit ich das sehen konnte, nicht mit Tagebau und Braunkohle, sondern mit erneuerbaren Energien. Ja, gut, aber ich meine, das wäre ja aus Sicht der RWE gar nicht so blöd, dem Mann bei einer Tochter, die formal nichts mit Braunkohle zu tun hat, irgendwie einen schönen Job zu verschaffen und da letztlich verkappte Schmiergelder zu zahlen. Ne? So, das muss man sagen, das wäre aus Sicht von RWE gar nicht so doof. Das ist alles nicht belegt, aber alleine, dass dieser Verdacht existiert, finde ich, dafür müssen wir sorgen, auch mit institutionellen und rechtlichen Grenzen und rechtlichen Vorschriften, dass dieser Verdacht einfach nicht existiert. Ich muss noch ein Gegenargument bringen, Philipp. Ja, das bin ich mal gespannt. Demokratie. Der Mann ist doch gewählt. Willst du in das Wählervotum eingreifen? Die Wähler haben ihn, Wählerinnen und Wähler haben den Mann doch offensichtlich auf seinen Posten gehievt im Landtag. Ja, aber trotzdem finde ich, darf er nicht so viel Nebentätigkeiten ausüben, dass er so viel verdient. Aber man könnte natürlich einfach sagen, naja, es gibt doch schon so eine gewisse Transparenz bei Nebentätigkeiten, das steht doch auf der Landtags-Homepage, und wenn die Leute ihn doch trotzdem wählen, dann ist es eben so. Weißt du, dann eat this. Ja? Wenn die CDU-Wähler das eben super finden, dass der Mann nebenbei auch noch von RWE oder einer RWE-Tochter richtig Kohle einsteckt, so what? Ja, aber ich finde, da gibt es einen höheren. Erfolgreicher Geschäftsmann. Ja? Er sagt ja auch, ich arbeite halt, das war so ein Zitat, was er, glaube ich, Abgeordnetenwatch geschrieben hat, ich arbeite halt als mehr als der normale Durchschnittsarbeitnehmer und ich mache beide Jobs gut, sonst hätte ich sie nicht. Bums. So, ne? Ja. Und auch, ich habe auch die Landtagsfraktion der CDU. Gut, das muss man sagen, ich mache auch zwei Jobs. Ne? Also, der Landtagsfraktion der CDU habe ich auch gefragt, was macht ihr denn dagegen? Was gibt es irgendwas, was ihr dagegen tut, dass solche Interessenkonflikte, sag mal, zum Problem werden? Und Bottom line von der Antwort war,
das sind frei gewählte Abgeordnete. Sie können nicht, also sagen nur mal, ihrem Gewissen unterworfen. Ihr Mandat kann, dass sie gewählt wurden, ihr Mandat darf nicht dazu führen, dass sie Nachteile im Job haben, dass sie entlassen werden, ja, dass sie weniger arbeiten müssen, dass sie bestimmte Sachen nicht mehr machen dürfen. Aber wenn man das vorher weiß, weißt du, im Nachhinein ist es vielleicht schwierig, aber wenn man das vorher weiß, diese Regeln kennt, ja, du weißt ja auch vorher, dass du halt deine Nebeneinkünfte in bestimmten Stufen veröffentlichen musst. Weißt du ja auch. Ist auch ein Eingriff, wenn du so willst. Ja, ja, klar. Ja, in deine, in bestimmte, weiß nicht, Privatsphäre ist nicht das Richtige, aber in so Vertragsfreiheit, keine Ahnung. Jedenfalls. Ja, das ist ein Eingriff auch in die informationelle Selbstbestimmung. Nicht in die Vertragsfreiheit. Er kann ja Verträge schließen, so viel er will, aber er muss halt dieses personenbezogene Datum, so, was er da verdient, hinterher auf die Homepage stellen. Und da könnte man schon sagen, irgendwie bis zu einer bestimmten Grenze. Oder man muss es halt noch transparenter machen. Man muss noch genauer sagen, was machst du da eigentlich genau? Ja. Ja, so wie das beim Lobbyregister in den USA ja auch ist, wo man sagen muss, was ist da, wie viel Geld geflossen und an welchen Kampagnen warst du wie beteiligt. So. Also ich finde, das müsste man mindestens verlangen. Ja. Mal ganz kurz mal am Rande, das können wir natürlich jetzt nicht checken, ob dem tatsächlich so ist, aber wir als Lage haben eine Direktnachricht bekommen auf Twitter, wonach die Räumung im Hambi fortgesetzt worden sei. Überraschend. Ja, also gestern hat ja der Innenminister Reul in Nordrhein-Westfalen noch gesagt, nein, wir trauern um den getöteten Aktivisten, deswegen können wir jetzt nicht einfach weitermachen. Und heute soll jetzt angeblich, wie gesagt, das kann ich nicht überprüfen, das wird uns gerade von Franziska per DM geschrieben, soll angeblich diese Räumung direkt fortgesetzt worden sein. Überraschend, so steht es hier. Okay, also ich habe bei Google News mal eben geguckt, gibt es noch nichts, aber das lassen wir mal so stehen. Ja, Franzi ist jetzt ein, ehrlich gesagt, nicht so wahnsinnig aktiver Twitter-Account. Also wie gesagt, kann man nur mit Fragezeichen verbinden. Ungeprüft mal schnell. Ja, genau. Okay, wir haben noch den Wohnungsgipfel, auf den wir unbedingt noch eingehen müssen. Der findet nämlich derzeit im Kanzleramt. Allerdings. Und es hat gestern einen Alternativwohnungsgipfel gegeben, aber dieser Wohnungsgipfel im, oder Wohnungsbaugipfel, wie heißt der eigentlich? Wohngipfel heißt der, glaube ich. Korrekt, ich glaube Wohngipfel, ne? Ja. Genau, ist ein Treffen im Kanzleramt. Teilnehmer kommen aus der Politik, ein bisschen Mieterinteressen sind auch vertreten, aber es geht vor allen Dingen, sind viele, viele Baulobbyisten da, Verbände. Wer nicht mehr da ist, ist Staatssekretär Adler, der ist ja bekannt. Was war nochmal mit ihm passiert? Der musste Platz machen für Herrn Maaßen. Ach so, ne? Der galt als recht kompetent. Ne? Er galt, das ist der Witz dabei. Also ganz ehrlich, gerade in Zeiten, wo es auf dem Wohnungsmarkt so angespannt ist wie heute, gibt es natürlich eine deutliche Konfrontation zwischen den Lobbyisten der Immobilienwirtschaft und den Menschen, die sich für Mieterinnen und Mieter einsetzen. Und die sind sich im Prinzip über ganz wenig einig, aber allseits beliebt und als kompetent anerkannt war dieser Staatssekretär Adler. Und genau der muss nun gerade auf Anweisung von Horte Seehofer irgendwie seinen Garten gießen. Genau. Und wir haben, das mal auch mir ist das auch deshalb so wichtig, weil das Problem halt so riesig ist. Wir haben das ja öfter in der Lage schon besprochen. Ich meine, 53% der Menschen hier in Deutschland wohnen nun mal zur Miete. Ja? André Holm, Stadtsoziologe, hatten wir auch schon mal in der Lage gesagt. Mietexperte, 1,9 Millionen bezahlbare Wohnungen fehlen in deutschen Großstädten. Nur in den großen Großstädten fehlen 1,9 Millionen bezahlbare Wohnungen. Genau, das weist hin auf so ein Marktversagen. Das ist jedenfalls eine häufige Kritik. Ja. Und da sind sich natürlich nicht alle einig, aber häufig wird argumentiert, die Zahl, 1,9 Millionen bezahlbare Wohnungen fehlen, verweist auf ein Marktversagen insofern, als einfach ganz viele Neubauwohnungen entstehen. Ja, in Berlin ist das ja auch so, an allen Ecken und Enden kreisen die Kräne. Also ich glaube, zuletzt wurden 280.000 Wohnungen pro Jahr gebaut. Problem nur, die allermeisten Neubauten finden sich im Hochpreissegment. Mit anderen Worten, es wird quasi von der Immobilienwirtschaft massiv am Markt vorbeigebaut. Kein Mensch baut Wohnungen, die er dann hinterher für 7 oder 8 Euro netto kalt vermietet, sondern eher so für gerne mal für 13 genau. bis 20. Und damit entstehen Wohnungen, die sich dann leider Gottes gerade die Menschen nicht leisten können, die eben heute aus den Innenstädten verdrängt werden. Genau, und man kann das auch nochmal in Zahlen deutlich machen, ne? Die Mieten explodieren. In München, schreibt die SZ, stieg die Miete einer neu inserierten Wohnung in den vergangenen 10 Jahren um 61%, auf heute 17,90 Euro pro Quadratmeter. In Frankfurt selbe Zeit um 42% auf heute 13,80 und in Düsseldorf um 36% auf 10,20 Euro. Ja, und in Berlin sind die Zahlen etwa so ähnlich wie in Düsseldorf, glaube ich. Ne? Ich habe die jetzt nicht genau gecheckt, aber ja, müssen genau. so 10,20 Euro ist, glaube ich, wahrscheinlich so das Niveau, das wir in Berlin auch inzwischen haben, jedenfalls in Innenstadtlagen, und Steigerung 36% scheint mir realistisch. Ja, bei mir in Pankow oben, ist eine Wohnung vermietet worden, weiß ich von Bekannten, Neubau, nicht Erstvermietung, aber Neubau, durchschnittlicher Standard, erster Stock mit Balkon, 100 Quadratmeter, für 17 Euro warm.
So im Norden von Berlin. Krass. Ja. Und das Bundesinnenministerium sagt, die Angebotsmieten im Bundesdurchschnitt zuletzt haben sich doppelt so schnell erhöht wie die allgemeine Inflation. Also das zeigt... Ja. Das ist nicht die Preissteigerung, die wir sowieso haben. Ja. Ne, alles wird ein bisschen teurer wegen Inflation, sondern das ist einfach weit darüber hinaus. Und die SZ schreibt, für die Miete gibt ein Durchschnittshaushalt in Deutschland etwa doppelt so viel Geld aus für die Ernährung. Und in vielen Bereichen eben noch viel mehr. Das zeigt doppelt also so viel Geld fürs Wohnen wie fürs Essen. So. Ja? Und das zeigt einfach, was für ein riesiges Problem wir haben. Und die Bundesregierung hat das Problem erkannt, aber das, was sie bisher gemacht hat, ist viel zu wenig. Stichwort Mietpreisbremse. Genau, das wollen wir jetzt, haben wir schon oft besprochen, aber wollen wir nur in Stichworten. Die Mietpreisbremse senkt keine Mieten, sie ist nur eine Notbremse nach oben. Sie erlaubt immer noch 10% Steigerung über die Mietspiegel hinaus. Es gibt außerdem massenhaft Ausnahmen bei Neubauten, bei Renovierungen, bei möblierter Vermietung. Und damit ändert die Mietpreisbremse am Grundproblem hoher Preise nur ganz, im unteren Segment. Das ja, gerade im unteren Segment. Bringt nichts fürs untere Segment. Baukindergeld, jetzt gerade irgendwie in Kraft getreten. Du kriegst, wenn du Kinder hast, für deine erste Wohnung, die du kaufst oder das erste Haus, was du baust, 100 Euro pro Monat pro Kind über 10 Jahre. Das ist nett gemeint, aber unterm Strich ist es einfach eine Subvention für die Bauwirtschaft, weil ich glaube, die allerwenigsten werden wegen dieser Kohle sich entschließen, ein Haus zu kaufen oder ein Haus zu bauen oder eine Wohnung zu kaufen. Dafür ist es einfach zu wenig. Ja, wer sich's einfach bisher nicht leisten kann, der kann es halt mit dem Baukindergeld im Zweifel leider auch nicht. Das heißt also im Wesentlichen muss man sagen, sind das Mitnahmeeffekte. Wir freuen uns natürlich für die Menschen, die dann eben 100 Euro pro Monat und pro Kind mehr haben. Aber aus der Perspektive Wohnungsversorgung bringt es leider gar nichts. Das ist im Wesentlichen ein Mitnahmeeffekt von Leuten, die eh bauen und kaufen wollen. Und deswegen, man kann so ein bisschen den Eindruck gewinnen, es sei im Wesentlichen Klientelpolitik der Union für ihre Leute. 10 Milliarden Euro soll das kosten. Ja, kein Einfamilienhaus. Ja. Ne? Mutmaßlich. Da ist es ganz interessant, das haben wir jetzt nicht im Detail recherchiert, aber das habe ich die Tage selber mal gelesen, dass da inzwischen auch, sagen wir mal, eher konservative Wohnungsmarktexperten sagen, dass das Baukindergeld sehr wahrscheinlich an dem Wohnungsproblem nichts ändern wird. So, und dann gibt es halt noch diese, ne, dann gibt es halt diese Sonderabschreibung, die jetzt auch beschlossen wurden für Investoren bei Neubau. Genau, wie ist da der Status? Beschlossen jetzt auf dem Wohnungsgipfel oder schon vom Bundeskabinett? Ich glaube, es ist vom Bundeskabinett schon beschlossen worden und soll verkündet werden. Weiß ich nicht. Okay. Wisst ihr das? Was ist zufällig jemand, was mit den Sonderabschreibungen für Investoren beim Wohnungsbau ist? Steht hier Ich bin mir ziemlich sicher, dass es kommt. Ob es schon beschlossen ist, I don't know. Gut. Ja, ja? Egal. Aber das ist auch. Das bedeutet, du baust Neubauwohnungen und zahlst deshalb weniger Steuern. Ja. So. Dazu musst du aber erstmal viel Steuern zahlen, damit sich das lohnt. Genau. So, ja. Also das wird auch nicht dazu führen, dass wahnsinnig viele billige Wohnungen entstehen. Ja, außerdem ist das Problem halt auch einfach ja nicht etwa, dass es nicht genügend Leute gäbe, die bauen wollen, also jedenfalls im Bereich sagen wir mal, größere Bauprojekte. Bei Familien, haben wir schon gesagt, ist das mit dem Baukindergeld ein Problem. Aber wenn es darum geht, wer baut Mietshäuser, ja, dann ist das Problem nicht, dass es nicht genügend Investoren gäbe, die bauen wollen. Das Problem ist eher, dass Bauland knapp ist und zu teuer ist. Zum Thema Bauland kommen wir gleich noch. Und dann sind natürlich diese 5 Milliarden, die der Bund den Ländern überweisen will für sozialen Wohnungsbau. Aber da kann man auch nur sagen, sozialer Wohnungsbau bedeutet, ich als Bauherr kriege halt Geld vom Staat und muss dafür ein bestimmtes Quorum an Wohnungen, die ich baue, für eine feste niedrige Miete anbieten, die läuft aber nach x Jahren, irgendwie 10, 20 Jahren auch aus und dann kann ich es wieder für normale Preise vermieten. Das ist so die Idee. Da können wir auch noch gleich zu sagen, 5 Milliarden sind da viel zu wenig. Aber immerhin, das ist eine Maßnahme, die in die richtige Richtung geht. Die würde ich auch sagen, die geht in die richtige Richtung. Das war ja ein Punkt, der zum Beispiel Katharina Barley, Bundesministerin für Justiz und Verbraucherschutz, auf diesem Miet- oder am Rande des Mietgipfels so wichtig war, ja, dass sie sagte, immerhin nehmen wir jetzt mal 5 Milliarden in die Hand für sozialen Wohnungsbau. Also ich bin da bin ich so ein bisschen, sehe ich es ein bisschen anders. Also das ist aus meiner Sicht die einzige dieser ganzen Maßnahmen, die potenziell doch eine Menge bringen kann. Du hast natürlich recht, Philipp. Es ist immer zu wenig. Ne? Es ist immer zu wenig und ganz ehrlich, natürlich fallen irgendwann Sozialwohnungen aus der Bindung. Das ist gerade auch in Berlin zum Beispiel ein Riesenproblem, dass es jetzt eben ganz viele Sozialwohnungen gibt, deren Bindung ausläuft. Aber es ist doch, denke ich, eine sehr im Grundsatz sehr richtige Entscheidung zu sagen, da wollen wir gegensteuern und wir wollen jetzt eben weitere Wohnungen bauen lassen von privaten Investoren, die dann eben für einen bestimmten Zeitraum nur gegen Wohnberechtigungsscheine vermietet werden dürfen. Also das finde ich, da sollten wir jetzt auch fair bleiben. Das ist zwar sicher zu wenig, aber es geht doch in die richtige Richtung. Okay, d'accord. So, aber wir haben mich bei Vorbereitung gefragt, aber was sind denn die wirklichen Ursachen? Also woran liegt es denn jetzt eigentlich, dass wir so wenig Wohnungen haben in diesem unteren Segment? Und die Industrie sagt, hat verschiedene Argumente. Die Industrie sagt, die Nebenkosten... Bevor wir das sagen...
Ein Punkt ist mir wichtig, weil ja über die Mietpreisbremse immer so oft gestritten wird, ne? Und da immer gejammert wird, ach ja, niemand sagt in diesem Kontext, die Mietpreisbremse ist ein Problem oder die Mieten sind zu niedrig oder es lohnt sich einfach nicht zu bauen. Ne? Dass die Mieten weiter steigen müssen, sagt selbst die Wohnungsindustrie nicht in diesem Kontext. Selbst die Wohnungsindustrie sagt, wir haben Probleme an anderer Stelle. Nämlich? So, nämlich, also Nebenkosten, also da vor allen Dingen die Grunderwerbsteuer. Das heißt, wenn wir uns was kaufen, wenn jemand sich was kauft, dann müssen wir halt, prima Daumen, ist glaube ich regional unterschiedlich, 6% Grunderwerbsteuer zahlen. Mhm. Ja, also das heißt, Geld, was an den Staat geht, was die Preise erhöht, sagt die Industrie, wenn die Länder da auf Geld verzichten würden, dann wäre auch werden auch die Wohnungen billiger. Dann die Auflagen sind zu hoch, also Energieeinsparverordnung beispielsweise, muss halt dämmen und bestimmte Fenster nutzen und das würde alles irgendwie die Kosten in die Höhe treiben, kann ich nicht überprüfen, kann sein. Die Bauämter müssen schneller sein, also dass sozusagen Baugenehmigungen schneller erteilt werden. Das mag alles sein, aber ich glaube, das Grundproblem ist, dass die Grundstücke in Deutschland zu teuer sind. Ich glaube, das ist das Grundproblem. Und du kannst, der RBB hat dazu eine Zahl veröffentlicht, die schreiben, seit 2008 sind die Bodenrichtwerte, also die Preise in Berlin, zum Teil um mehr als 1000% gestiegen in 10 Jahren. Ja. Ja, der Anteil für das Bauland an den Baukosten, schreibt die SZ, beträgt mittlerweile häufig 1/5, ja, 20%. In einigen besonders begehrten Lagen geht es an die Hälfte. Die Hälfte der Baukosten sind mittlerweile Baulandkosten. Und für München hat die SZ recherchiert, oder hat sie auch im Vogel, der frühere Oberbürgermeister, mal recherchiert, dass von 1950 bis 2015 das Bauland sich um 34.263% verteuert hat. So, und das ist der Grund. 34.263%. Also wirklich über alle Maßen, das Land ist zu teuer und deswegen lohnt es sich, das Land liegen zu lassen und zum Beispiel nicht zu bauen. Ja, Nochmal ganz kurz die Logik dahinter zu erklären. Ja. Die Leute kaufen ein Grundstück in irgendeiner schicken Innenstadtlage, sie lassen es einfach liegen, ja, ist ja total entspannt, am wenigsten Stress hast du natürlich, wenn du gar nichts damit machst, es einfach nur liegen lässt, zahlst irgendwie so ein bisschen Steuern darauf, dass das da eben rumliegt und nach 10 Jahren verkaufst du es mit 100% oder 200% Wertsteigerung weiter und hast ausgesorgt. So, und die SZ schreibt, so läuft das. Und die SZ schreibt, das Ding ist, es werden natürlich Bauanträge gestellt, aber nur 40% der genehmigten Bauvorhaben. Bauvorhaben werden auch umgesetzt. 60% dient die Baugenehmigung oft nur der Wertsteigerung. Das heißt, es wird ein Land, also du hast ein Land, du hast eine Baugenehmigung darauf, die ist nicht an dich oder mich gebunden, sondern an das Land, an das Vorhaben. Und dadurch, dass du eine Baugenehmigung hast, steigt der Wert deines Landes und du kannst einfach drauf sitzen bleiben und es an Leute verkaufen, die dort bauen wollen. So, ja. Ich finde, das ist das Problem. Auch die Industrie sagt, ja, wir haben zu wenig Bauland. Deren Argument ist dann aber, die Kommunen müssen mehr Bauland ausweisen. Wir brauchen einfach, ne, um die Dörfer, um die Städte rum mehr Bauland. Die Kommunen müssen mehr Land verscherbeln, etc. Aber ich glaube, das ist nicht der Kern des Problems, sondern ich glaube, die Kommunen dürfen, wenn sie Land verkaufen, ist auch eine Forderung, dass Kommunen überhaupt kein Land mehr verkaufen, sondern noch eine Erbpacht vergeben, sodass du sozusagen 99 Jahre das Recht hast, darauf zu bauen und machen, was du willst, aber nach 99 Jahren fällt es halt wieder zurück an den Staat, glaube ich, so ist die Logik von so einer Erbpacht. So, das ist eine extreme Forderung. Die andere, die ich aber völlig nachvollziehbar finde, ist, Länder, Kommunen, der Staat darf nur noch Grundstücke verkaufen, wenn es einen ganz bestimmten Plan gibt, nicht einfach nur, wer hat das meiste Geld, sondern du brauchst ein ganz bestimmtes Konzept, was unter anderem vorsieht, dass du billigen Wohnraum schaffst. Nur dann kannst du dieses Land überhaupt kaufen und es wird festgelegt, bis wann du das umgesetzt haben musst. Und wenn du das nicht umgesetzt hast oder anders umsetzt als geplant, dann fällt das Land eben wieder zurück. Ja. Dann ist, dann das behältst du das nicht und kannst spekulieren. Das wär eine Forderung. Oder eine andere Überlegung ist, wie man diese absurden Wertsteigerungen bei dem Bauland, wie man die möglicherweise abschöpfen kann. Also ein Faktor ist eben diese Spekulation, die dazu führt, dass ein Grundstück, das von vornherein Bauland war, einfach nur dadurch, dass man es liegen lässt und wartet, sich im Wert verdoppelt und verdreifacht. Das andere ist natürlich, dass Ackerland im Wert geradezu explodiert, wenn ein Bebauungsplan erlassen wird, sodass aus diesem Ackerland mit einem Mal Bauland wird. Ja? Weil im Außenbereich normalerweise ja nicht bauen darf und wenn da ein Bebauungsplan draufgelegt wird, dann ist es mit einmal Bauland und es hat ja auch ein vielfaches Wert und diese Wertsteigerungen, die schöpfen bislang natürlich die Privaten ab. Das heißt, wenn du halt ein Grundstück hast und deine Gemeinde beschließt, dass das Bauland wird, dann ist das so eine Art Geschenk des Himmels oder warmer Regen. Ja? Ja, und da kann man sich schon fragen, wieso eigentlich nur dieser Eigentümer oder die Eigentümerin davon profitieren soll und nicht die Allgemeinheit, denn immerhin ist ja die Allgemeinheit in Gestalt der Gemeinde diejenige, die daraus überhaupt Bauland macht. Genau, und ich würde sagen, deswegen muss es auf diese Gewinne steuern.
gehen. Also das scheint eigentlich sehr plausibel, denn warum eigentlich sollen die Gewinne ausschließlich privatisiert werden, während die Probleme dadurch, dass es nicht genügend Wohnungen gibt, natürlich kollektiviert werden? Vor allem die Leute sitzen auf ihrem Land, die machen gar nichts, haben keinerlei Leistung, wenn du so willst, sondern warten einfach nur. Leistungslose Erträge, heißt das immer so schön in der Diskussion? Ja, es gibt, glaube ich, auch in der Bayerischen Verfassung, hat die SZ auch geschrieben, gibt es einen Absatz, hier steht es, glaube ich, Artikel 161, genau, Absatz 2, Steigerung des Bodenwertes, die ohne besondere Arbeits- und Kapitalaufwand des Eigentümers entstehen, sind für die Allgemeinheit nutzbar zu machen. Das heißt, in der Bayerischen Verfassung, wie man weiß, der einzige Sozialismus auf deutschem Boden heute, steht ausdrücklich drin, dass das sogar komplett abgeschöpft werden müsste. Ne? Also soweit gehen die Forderungen ja gar nicht. Und das ist übrigens ganz interessant, da hatte die Süddeutsche Zeitung vor einiger Zeit auch mal eine längere Recherche quasi zu der Ideengeschichte, was man mit der Bodenwirtschaft machen soll, mit dem Abschöpfen von Bodenwerten. In den 70er Jahren gab es schon mal sowas wie einen gesellschaftlichen Konsens, wo auch in der Union viele Leute gesagt haben, also das geht jetzt zu weit mit den Spekulationen, da müssen wir was tun, wir müssen diese Wertsteigerung abschöpfen und so weiter. Und das ist dann aber irgendwie nicht umgesetzt worden. Und dann kam irgendwann das Zeitalter des Neoliberalismus und so. Aber ich finde es ja ganz interessant, dass jetzt immerhin an diese Diskussion aus den 70er Jahren wieder angeknüpft wird. Und vielleicht gelingt es ja auf diese Art und Weise eben, die Allgemeinheit zu beteiligen an diesen Wertsteiger und dann wiederum hätte die Allgemeinheit die Möglichkeit eben zum Beispiel zu einer Renaissance des sozialen Wohnungsbaus. Genau, also das glaube ich ist ganz wichtig und zwar nicht so einer, weißt du, so ein Ghetto-Ding zu bauen, sondern das müssen Wohnungen sein, die wirklich gut gebaut sind, da muss irgendwie eine stadtpolitische Idee dahinter stehen, du willst da nicht neue Ghettos entstehen lassen, richtig, sondern das muss irgendwie total durchdacht und gut sein und wo du sagst, 5 Milliarden sind okay. Ich würde sagen, sind zu wenig. Die FAZ hat die Rechnung gemacht. Ich sage auch, dass es zu wenig ist, aber es ist immerhin besser als nichts. Das stimmt. Punkt. Besser als nichts ist vieles. Aber die FAZ hat auch nochmal die Rechnung aufgemacht. Von diesen 5 Milliarden, einer Faustformel zufolge, könnten halt nur 22.000 Wohnungen entstehen für vielleicht 50.000 Menschen. So, der Grund ist, sagt die FAZ, sehr industrienah, auch der Artikel, glaube ich, ist sehr, sagen wir mal, gefüttert von Industrieargumenten. Das Argument ist, Sozialwohnungen sind halt deshalb auch so teuer, weil die Anforderungen so hoch sind. Ja, du musst halt irgendwie überdachte Müllplätze machen, Energieeinsparverordnung etc. etc. Du hast für ein Einfamilienhaushalt mindestens, glaube ich, 40 plus Quadratmeter. Du musst ab 4 Kindern, glaube ich, 2 Toiletten haben etc. Deswegen seien Sozialwohnungen auch so teuer. Wie gesagt, ich kann es nicht nachprüfen. Ich glaube nur, dass es zu wenig ist. Und diese 1,5 Millionen Wohnungen, die Große Koalition im Koalitionsvertrag versprochen hat, die werden nie und nimmer entstehen. Ja, dazu müssten die 375.000 Wohnungen pro Jahr bauen. Aktuell sind sie bei 280. Prognostiziert für dieses Jahr ist gut 300. Das heißt, die müssten im letzten Jahr, in 3 Jahren, müssten die 600.000 Wohnungen bauen. Sie werden es nicht schaffen. Aber jedenfalls finde ich, es ist gut, dass jetzt auch quasi high profile darüber geredet wird, über das Problem. Denn so viel kann man, glaube ich, sagen. Wenn man sich den politischen Diskurs in Deutschland mal anguckt, da hat sich in den letzten 12 Monaten eine Menge getan. Das Problem Mietpreise, das Problem Wohnungsnot ist, glaube ich, inzwischen anerkannt und ich habe doch den Eindruck, dass die Politik was tun will. Ihr Lieben, wir müssen an dieser Stelle zum Schluss kommen. Das ist wie beim richtigen Radio. Wie beim richtigen Radio. Obwohl beim richtigen Radio hätten wir jetzt noch 6 Minuten Sattzeit. Wir könnten noch ein neues Thema anschauen. Aber wir wollen ja auch noch ein bisschen, uns verabschieden, Philipp. Genau. Wir wollen nämlich sagen, die Lage der Nation ist abschließend erörtert. Wie jede Woche. Ganz herzlichen Dank an das Publikum hier in Berlin. Schön, dass ihr da wart, dass ihr den Roten Salon bis an den Rand gefüllt habt. Das war wieder sehr, sehr schön, live vor Publikum die Lage zu machen. Draußen wird es Herbst. Wir haben den Hochsommer hier drin konserviert. Das ist allerdings wahr. Ja. Wir sind alle am Ölen. So. Aber es war trotzdem wunderschön mit euch. Ja. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank fürs Zuhören.